Kampf in den Fußplatz des Rundfunkbildes. In der Oberecke Janet Dukonto, Dennis Mekar. In der Lauerecke Mark Kalisto, Bente Rattingen. Hat sich mit der Kampfzeit 3 Runden, 3 Minuten. Ich glaube, der Mund ist sehr gut. Der rote. Ich glaube, also wenn ich den letzten Mal gesehen habe, danach ist er sehr gut. Das meinte ich schon. Muss immer deinen Abstand, deinen Schulterbreit etc. Ja? Und die Spitze muss einfach auf Hackenhöhe etwa sein. Ja, jeder steht an. Ich habe ein Problem, zum Beispiel, ich kassiere nicht so, wenn ich Schläge, so, wenn ich Schläge kriege. Macht mir nicht viel aus, aber wenn ich so mache und danach meine also wenn er mich schlägt auf Deckung und nicht so schlägt, das macht mich dann durcheinander. Und das trainiere ich als erstes, dass er das nicht darf. Ja, ist ganz egal. Das macht mich schon durcheinander. Schlag macht mir nichts aus, oder? Was? Ist okay, ich mache das, glaube ich. Aber der Doktor, der
haben. Ja, das macht mich durcheinander. Der schlägt mich, wenn der so mich schlägt, ne? Mach ich ihn immer, dann schlage ich einfach zurück. Aber wenn ich so mache, schlägt der mich so, wenn ich richtig fest schlage, krieg ich das. Danach komme ich durcheinander, weil ich krieg den nicht mehr raus. Einmal, wenn ich spiele, dann zweite, wenn ich mit Kindern mache, oder ein Pitching hier. Dann Sparring ist etwas härter und dann Kampf ist noch drei Stufen, das ist immer ein guter Atemschlag. Auf der anderen Seite halte ich immer meine Pause. Man darf sich ja quasi gar nicht bewegen. Du darfst aber nicht vorgehen oder zurückgehen mit der Pause. Dann triffst du dich selbst auch. So. Das darf nicht passieren. Immer festhalten, ne? Bevor man ankommt, macht man seine Hand. Aber wir haben durch eine komische Faust gewachsen, die dreht sich automatisch. Schreckst du immer aus, wenn du Faust, dann siehst du, die schreckt sich immer automatisch. Wenn du was dran machst, dann ich lande danach, ich kann den nicht mehr rausholen, danach, ich weiß nicht mehr, wie ich bin. Ja, wie ich gesagt habe, mein Trainer ist Klopper. Ich habe erstmal bei Kippern geguckt, das ist kein Verein, der wollte den Verein aufmachen. Dann ist er dann mit dem Geld annehmen, hat er gesagt, dann nein. Hat er mir so viel. Und jetzt mache ich hier bei BBC seit 2 Monaten. Ja, um Verein aufzumachen, sagen die, dann müssen die Leute Dings Geld bezahlen. Also die Kinder. Das ist klar. Aber die will das nicht. Er sagt, nein, der sagt, ich will das einfach von der Straße holen. Das ist so, nee, dann muss er bei der Straße. Ja, die haben den einfach so Dings gegeben. Die bezahlen denen das alles. Mhm. Aber das ist kein anerkannter Verein. So also wie Jugendzentrum. Aber früher war derselbe Boxer. Ja, das gibt es bei uns auch. Wir gehen dann auch in den Schulen ran und machen Boxtraining in den Schulen. Ja. Wie viele aktive seid ihr denn? Ein bisschen. Ich, der Rote da hinten und der andere mit den Streifen. Der mit den Streifen, der boxt schon seit längerem. Der hat sogar deutsche Meisterschaft geboxt, aber der ist als erstes rausgeflogen, weil die Konditionen kaputt waren. Der ist faul, ne? Der andere, der hat geboxt. Jedes Mal war auch so zu nehmen wie bei mir. Dann war der kurz Thai-Boxen, jetzt ist der neu hier wie ich, so 1 Monat oder so. Ich habe da trainiert, weil ich nicht anerkannte, Boxverein ist und so, der Trainer hat keine Ahnung, so. Ist links der Trainer oder rechts der Trainer? Der mit Rot ist der richtige Trainer, ja. Aber eigentlich sind beide Trainer, aber der Rote ist so im Dings, also Handtuch und so. Sieger der Kämpfer aus der Blaue.